Wir sehen das Hauptmenü bzw. das Upgrade-Menü von Dante's Inferno. Ihr seht das Video Let's Play Dante's Inferno. Und wir haben in der letzten Folge mit einem Kampf aufgehört und drehen direkt da weiter. Und Action! So, wir sind jetzt hier kurz vor der Stadt der Verdammten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und werden jetzt hier erstmal schön alles ummeucheln. Und danach werden wir ein paar Verdammten so richtig schön in den Arsch drücken. Alter. Schmuff Uschi. Ich muss sagen, ich finde diese Rüstung gar nicht mal so schlecht hier. Hab die noch, glaube ich, noch nie benutzt. Die ist ziemlich cool. Wenn wir mal jetzt mal hier noch schnell die Brunnen aufnehmen. Und dann werden wir mal schnell rübergehen. Lauf, 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 lauf. So. Bisschen HP, obwohl wirklich HP ist momentan echt. Also ich fühle mich in dem Spiel so sicher. Fans dieses Let's Plays wissen, dass ich nicht aufgrund der Gegner sterbe, sondern nur aufgrund der Tatsache, dass ich zu blöd zum mich zum Bewegen bin, zum Moven sozusagen. Ein bisschen Button smashen kriege ich noch hin, aber ja, komm, ich wollte eigentlich den angreifen. Komm, stirb. Stirbst du nicht? Sehr schön. Ein bisschen verbuggt war der gerade. Wow. Schaut mal hier, Jungs. Zack, zack. Hey, was war das denn? Boah. Zack, zack, zack. Meine Güte. Ah, ich war zu langsam. Sind die denn? Ach so. Ich habe jetzt nach den Fäusten gesucht. Aber irgendwie waren die jetzt gerade doch woanders. Alter Uschi, komm klar mit deinem Leben. Bam. Erlösen. Zack, zack. Nimm das heilige Kreuz. So. Jetzt nochmal Dicky. Bam. Das ist so geil, die Fähigkeit. Oh, ich habe jetzt irgendwas verbessert. Ich weiß gar nicht was. Eine Reliquie war das natürlich, aber ich weiß jetzt gerade nicht, welche das war. Was meine ich damit? So. Erlösen und schön das Foto ins Gesicht halten. Bam. Macht schon Laune. Obwohl die. Das Einzige, was mir noch so ein bisschen stört, oder mir fehlt, besser gesagt, das ist so eine Waffenverbesserung. Das wäre noch klasse. Wo man dann wirklich seine Waffen, wenn man schon alles schnetzelt und auch so ganz viele Punkte hat, dann kriegt man so eine Fähigkeitenverbesserung mit den übelsten Kombos, aber mir fehlt halt noch. Oh, kann der Kopf. Einfach so eine stumpfe Waffenverbesserung.
wo man... Ja, ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, wo das B ist. Wo man einfach, ja, mehr Schaden macht. Mehr Grundschaden. Aber vielleicht kommt das ja noch. So. Wir gehen jetzt den Turm hinauf. Und sehen eine coole Videosequenz. Beatrice! Als du dich mit diesem Mädchen einliest, hast du mich an Lucifer verkauft! Sie hat ihre Seele verwettet, dass du ihr treu sein würdest. Ihr Glaube in dich war wirklich rührend, also dachte ich mir, das ist genau mein Mensch. Ich verdanke das alles dir, mein Freund. Und nun, lass meine Macht durch deine Seele strömen. Gib dich unserem Bund hin und wir werden das Paradies zurückerobern. Tu's bitte nicht. Die Gläubige hat ihren Glauben verloren. Das Unverderbliche ist verdorben. Die reine Unschuld hat sich der Sünde ergeben, wie alle anderen vor ihr. Wer will mir jetzt noch mein Recht verweigern? Das war ein bisschen eklig, muss ich sagen. Der Kuss. Aber sie sah am Ende richtig cool aus mit diesem Kleid. Und jetzt wurde mir auch die Frage beantwortet, wer Hermann weiß, dass das Lucifer ist. Sie hat das nämlich eben gesagt. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Dorf oder zur Stadt der Verdammten. Und das ist so die sinnloseste Spielstelle von allen, denn ich muss hier, wie ihr seht, ich kann auch zurücklaufen. Ne, okay, zurücklaufen kann ich nicht, aber ich muss den Stick halt bewegen, damit es hier weitergeht. Sonst geht es nicht weiter. Aber ich lasse euch wir zogen also zur Stadt, gestärkt durch seine den nächsten Worten allein. Und kamen an diese Festung. Und plötzlich sah ich auf allen Seiten nur Leid und Schmerz. Unter den Gräbern sah ich Flammen lodern, deren Glut heißer war als jedes Handwerkseisen. Und aus den Gräbern drang ein Wehklagen, das nur den auf ewig Verdammten aus der Kehle strömt. Wir stehen jetzt vor dem Tor. Plegia. Drücke X, um die Fäuste zu schwingen. Drücke Y, um zu stampfen. Drücke und halte B fest, um Feuer zu speien. Ach Gott, was war das erste nochmal? Achso, okay. Y war stampfen und B war schlagen. Okay, der hat ja nicht geschlagen, der hat ja gerade ein bisschen ausgeatmet. Die Stadt des oder dies
Okay, wenn das eine Stadt darstellen soll. Dann ist das irgendwie sehr, wie sagt man? Nicht suspekt, kurios, verwirrend. Egal. Das sieht ein bisschen cool aus, finde ich. Das Vieh. Obwohl er natürlich eben in der Videosequenz deutlich geiler aussah. Bam. Und hier kann man auch schön. Ja, lauft. Ich sehe euch doch. Oh, wir haben einen Erfolg. Mit 50 Gamerscore. Sammle 60.000 Seelen ein. Ja, easy going oder was? Dann können wir auch gleich. Wir haben nämlich wieder 5000 am Start. Wenn wir den Mana-Balkan verlängern. Den Mana-Balkan. So, und dann können wir. Dantes Erlösungsanzeige wird eine Zelle hinzugefügt, um erstere zu verlängern. Okay. Na, wenn das so ist. Ja, spielerisch ist das jetzt wieder ein bisschen langweilig. Aber hilft ja nichts. Aber so rein optisch sieht diese Stadt ja ziemlich cool aus, wie ich finde. Da sind sie. Da laufen sie. Ich dachte mir nicht, ich sterbe. Oh, jetzt dachte ich schon. Natürlich nicht. Denn Dante wäre nicht Dante, wenn er ständig sterben würde. Schade, cool wäre es jetzt gekommen, wenn er jetzt gestorben wäre. Wenn er den Sprung vergeigt hätte. So, dann werden wir mal da oben noch. Ja. Ach so. Nee. Doch. Abseilen, bewege LS nach oben und unten. Ja, ja, kenne ich doch schon. Ach, jetzt bin ich völlig verwirrt. Ah, okay. So, zack. Boah, war ja klar. Das war ja sowas von klar, Bernd. So, zack, zack, zack. So, nein, wir probieren den nochmal. Jetzt wollen wir den nochmal rein. Jetzt werden wir mal hier schnell runtergehen. Und dann werden wir mal schnell rübergehen. Ja, easy. Zack, 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 zack. Ups. Okay, hier ist nichts. Lup. Da sind wieder Gegner. Na, diesmal kriegt er mich nicht. Diesmal nicht. Aber hier aus dieser Einstellung sieht man, wie schön lang seine Sense ist. Der hat einen richtig lang. So, und jetzt rennen wir. Jetzt springen wir mal drüber. Das war knapp. Erwischt haben sie uns trotzdem, aber irgendwas ist ja immer. Und die Schreie sind auch schon übel. Die gehen einem durch Mark und Bein.
Was? Alter. Ja, bitte. So. Ketzerei. Wir haben die Ketzerei erreicht. Holen uns jetzt nochmal ein paar Brunnen ab. Und bevor wir uns diese Altersweisheit reinziehen, ziehen wir uns erstmal wieder eine Pause rein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer, tschüss, bis dann.